Wie glücklich verläuft deine Beziehung, wenn du ihr keine Aufmerksamkeit schenkst? Wie erfolgreich bist du in deinem Job, wenn du den nur machst, weil du Geld verdienen musst? Das, was in dein Leben kommen und dort bleiben und sich vermehren soll, das braucht deine Aufmerksamkeit. Und warum, bitteschön, sollte das mit Geld denn anders sein? Über Geld spricht man. Oder etwa nicht? Also wenn man nicht über Geld spricht, kann ich eigentlich jetzt schon wieder gehen. Denn ich möchte jetzt mit euch über Geld sprechen. Ich weiß, Geld allein macht nicht glücklich. Das wissen wir alle. Vielleicht macht aber doch glücklich sein Geld. Wenn du es hast, beruhigt es auf jeden Fall. Beunruhigend wird es doch immer dann, wenn wir es nicht haben, oder? Also lasst mich doch gleich mal die Frage in die Runde stellen, wie viele von euch haben denn Geld? Oh, ein paar haben Geld, das ist beruhigend. Ich werde ein bisschen präziser. Wer von euch hat jetzt hier einen 10-Euro-Schein? Könnt ihr mir mal 10-Euro-Scheine zeigen? Wer hat einen Zehner? Kann mir mal jemand einen Zehner geben? Du hast einen Zehner, kann ich den mal haben? Vielen Dank, dein Name? Michel. Michel, vielen Dank, Michel, für den Zehner. Kleinen Applaus. So schnell. Lieber Michel, bist du Teil meiner Keynote. Ja? Übrigens habe ich gesagt, dass du diesen Zehner, dass du den nicht wiederbekommst. Weil ich habe ja nicht gesagt leihen, ne? Ich habe gesagt geben. Aber lieber Michel, manchmal lohnt sich ein Investment bei mir. Schauen wir mal, okay? Also ich denke, wir sind uns einig, 10 Euro, das ist ja nicht viel Geld. Ja? Und als ich noch jung war, da haben meine Eltern mir schon beigebracht, wie ich aus wenig Geld noch weniger mache. Und noch weniger und noch weniger, wie ich irgendwann fast pleite war. Ja, ich war schon als Jugendlicher dauerpleite. Ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Und bis ich begriffen hatte, ja, wie du aus wenig Geld mehr Geld machst, da musste ich 25 Jahre alt werden, bevor ich das begriffen hatte. Und was hier wie so ein Zaubertrick aussieht, das ist im Grunde genommen ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Wie im echten Leben, wenn du weißt, wie du mit Geld umgehen musst oder wie du Geld in dein Leben ziehst, dann ist es ganz, ganz einfach. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich meine, wie glücklich verläuft deine Beziehung, wenn du ihr keine Aufmerksamkeit schenkst? Wie erfolgreich bist du in deinem Job, wenn du den nur machst, weil du Geld verdienen musst? Ja, und wie zahm wird dein Wellensittich, wenn du ihm die Liebe, die Zuwendung verwehrst? Das, was in dein Leben kommen und dort bleiben und sich vermehren soll, das braucht deine Aufmerksamkeit. Und warum, bitteschön, sollte das mit Geld denn anders sein? Mein Name ist Ralf Nierhoff. Ich bin heute geschäftsführender Gesellschafter der Solon Unternehmensgruppe, ein Unternehmen, was aus vier Unternehmen mittlerweile besteht. Und wir beschäftigen uns mit professionellem Vermögensmanagement. Also die letzten 30 Jahre, da habe ich gelernt, wie man mit Geld umgeht. Und die Erfolge der Vergangenheit haben es mir jetzt sogar ermöglicht, dass ich, wie man so schön sagt, mit Kind und Kegel nach Dubai ziehen konnte. Und wir haben alles mitgenommen, inklusive zweier echter, lebender PS und zahlreicher PS aus der Entwicklung feinster deutscher Ingenieurskunst, denn ich liebe Autos. Alles mitgenommen. Und das war möglich, weil ich mich mit Geld beschäftigt habe. Ich habe auch Geld verdient, keine Frage, aber ich habe mich vor allem mit Geld beschäftigt. Das war aber nicht immer so. Also bis zum 25. Lebensjahr, da habe ich geglaubt, du lebst von dem Geld der Bank. Tatsächlich. Ich komme aus Braunschweig und auf dem Konto meiner Eltern, da sah es grundsätzlich aus wie lange Zeit mit den Toren der Braunschweiger Eintracht. Viel gab es da nicht. Ja, wobei jetzt sind wir aufgestiegen, die zweite Liga, also herzlichen Glückwunsch an Eintracht Braunschweig an der Stelle. Nein, aber im Ernst, ich habe wirklich geglaubt, das Girokonto hat am Monatsanfang auf Null zu sein. Ihr hört richtig, am Monatsanfang, nämlich dann, nachdem der Arbeitgeber meines Vaters das Gehalt überwiesen hatte, welches das Minus, was wir als Familie über den Monat aufgebaut hatten, wieder ausglich. Und dann lebten wir wieder von dem Geld der Bank und so weiter. Und ich hatte das in einer Perfektion von meinen Eltern übernommen und weiterentwickelt,
als dass ich mit dem 25. Lebensjahr bereits 40.000 D-Mark Schulden aufgebaut hatte. Naja, immerhin hatte ich was aufgebaut, ne? Und dann kam die Wende in meinem Leben. Es sprach mich jemand an und sagte, du Ralf, wir wollen hier in Braunschweig Investmentfonds verkaufen. Hast du nicht Lust? Ich hatte A, keine Ahnung davon und B, war ich nicht motiviert, das zu tun. Und er überredete mich dann aber, zu einem Vortrag mitzukommen nach Hamburg. Ein Saal ähnlich groß wie dieser. Und nun sitze ich da in diesem Saal, verkleidet in einen Anzug. Um mich herum gefühlt alles Menschen, die mehr Geld verdienten als ich. Und durfte einem Mann lauschen, 2 Stunden, der darüber sprach, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Qualität unserer Gedanken und der Höhe unseres Vermögens gibt. Und ganz ehrlich, nach diesem Vortrag stand ich auf und ich habe geweint. Ich hatte Tränen in den Augen, so berührt hat mich dieser Mann. Ich kann wirklich behaupten, dieser Vortrag hat mein Leben komplett verändert, dieser eine Vortrag. Und dann bin ich völlig euphorisch nach Hause gefahren und habe zu meinen Eltern gesagt, ich werde das Stipendium ablehnen, welches mir ein großer Wolfsburger Automobilkonzern zugesagt hatte, werde dort meinen Job kündigen, um mich selbstständig zu machen. Und jetzt ratet, in welcher Branche? Richtig, in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich wollte so ein Finanzheini werden. Die man nicht mag. Ja? Könnt ihr euch auch nur im Ansatz vorstellen, was Kollegen, Freunde und was meine Eltern dazu gesagt haben? Nur im Ansatz? Ich habe das dann aber trotzdem gemacht. Und ich habe es nach einiger Zeit immerhin geschafft, fast so viel Geld zu verdienen, wie ich ausgab. Und nach 5 Jahren wuchs dann der Wunsch in mir heran, es besser zu machen, eine eigene Firma zu gründen. So, was brauchst du, wenn du eine eigene Firma gründest? Erstens, du brauchst eine Idee. Die hatte ich. Zweitens, du brauchst Geld. Das hatte ich nicht. Aber ich wusste ja noch aus meiner Jugend, wer Geld hat, nämlich die Bank. Also bin ich zu den Banken und habe versucht, sie davon zu überzeugen, mir 100.000 D-Mark zu geben. Für Software, Server, Drucker, Konferenzmöbel und so weiter. Die Banken hörten sich das sehr mitleidig an, gefolgt von den Worten, Herr Niehoff, Sie hatten Zeit Ihres Lebens hier Schulden. Und jetzt kommen Sie dahergelaufen und wollen ein eigenes Unternehmen gründen, auch noch im Geldgeschäft. Das tragen wir nicht mit, so die Aussage der Banken. Also musste es anders funktionieren, denn die Idee war in meinem Kopf und da auch nicht mehr herauszubekommen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ganz im Ernst, ich habe die wichtigsten Dinge einfach bestellt, ohne Geld zu haben. Ich habe Software für 30.000 D-Mark in Auftrag gegeben. Ich weiß es noch wie heute, 17.000 D-Mark kostete der Server, Drucker 3.000, Konferenzmöbel. Ich gab 85.000 D-Mark aus, ohne sie zu haben. Ich habe mir gesagt, okay, bis die liefern, vergehen ja so 4 bis 6 Wochen, kannst erst mal arbeiten und Geld verdienen. Dann kommen die Rechnungen, nach 2 Wochen kommen Mahnungen, nach 2 weiteren Wochen musst du mal telefonieren und ein bisschen um Aufschub bitten, aber so nach 10, 12 Wochen musst du das Geld verdient haben. Und soll ich euch was sagen? Genau so war's. Und so kann ich... Vielen Dank dafür. Und so kann ich heute vielleicht auch ein bisschen stolz hier stehen und sagen, meine Unternehmen waren immer schuldenfrei. Und warum erzähle ich euch das? Stell dich doch bitte vor, ich hätte auch nur eine Sekunde Gedanken zugelassen wie, was ist, wenn ich das nicht bezahlen kann? Was ist, wenn die Mahnungen kommen, die zu Schufa-Einträgen werden und mir die Lizenz entziehen, in dieser Branche überhaupt arbeiten zu dürfen? Diese Gedanken hätten mir doch die Energie geraubt, die ich aber dringend brauchte, um mein Projekt zu realisieren. Und heute weiß ich, wie man mit Geld umgeht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mir mittlerweile sehr vermögende Menschen, sehr wohlhabende Menschen ihr Vermögen anvertrauen oder uns, muss ich sagen, unserer Unternehmensgruppe. Und ich habe die letzten 30 Jahre unfassbar viel gelernt über Geld, auch von meinen Mandanten. Und diese wohlhabenden Menschen, ja, die ticken alle gleich. Die denken alle sehr ähnlich. Und 3 der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, die habe ich euch heute mitgebracht, die möchte ich gerne mit euch teilen. Punkt Nummer 1. Wir sprechen ständig von Selbstbewusstsein. Du brauchst Selbstbewusstsein. Wie sieht's denn aus mit Geldbewusstsein? Also bist du dir deines Geldes bewusst? Denkst du über Geld nach? Sprich über Geld. Hab gern viel Geld. Es gibt ja Menschen, die schämen sich, wenn sie viel Geld haben. Darf keiner wissen.
Ja? Also schäme dich nicht dafür. Schalte bei deinen Finanzen das Licht ein. Das heißt, du musst wissen, was passiert eigentlich auf deinen Konten? Was ist da los? Wo solltest du welches Geld wann hin transferieren? Du musst dich darum kümmern. Und wer von euch zahlt eigentlich seine Rechnungen gern? Gut, ein paar gibt's, die meisten nicht. Denkt da mal drüber nach. Ich meine, wenn du eine Leistung empfangen hast, für die der andere es verdient hat, Geld zu erhalten, und du bezahlst die nur ungern, widerwillig. Wir reden heute über Geld in Zusammenhang mit Spiritualität. Kennst du den Satz, so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück, ganz genau. Dieser Spruch beschreibt das Gesetz der Resonanz. Und wenn du die Rechnungen anderer Menschen nicht gern bezahlst, dann muss es nach dem Gesetz der Resonanz so sein, dass andere Menschen dich auch nicht gern bezahlen, dir auch das Geld verwehren. Das ist ein Reichtumsverhinderungsprogramm. Also sei immer fair und geh ehrlich mit dem Geld anderer Menschen um. Also ich erinnere mich an eines schönen Sommertages, da bin ich mit meiner kleinen Tochter, Pia heißt sie, in den Zoo gegangen. Und wir kommen auf diese kleine süße Blockhütte zu, dem Kassiererhäuschen dieses Zoos. Und der Kassierer fragt meine Tochter, na meine Kleine, wie alt bist du denn? Und meine Tochter antwortet wahrheitsgemäß, ich bin 6 Jahre alt. Okay, dann muss dein Papa das Ticket für dich leider bezahlen. Ich bezahlte also diese 2 Tickets und wir wollten gerade gehen, als der Kassierer zu mir sagt, wissen Sie, wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, Ihre Kleine ist 5, ich hätte das doch gar nicht bemerkt. Und ich entgegnete und sagte, nein, Sie hätten es nicht bemerkt. Aber meine kleine Tochter, die hätte das bemerkt. Und ganz ehrlich, wollen wir solche Werte unseren Kindern vermitteln? Hol immer deinen finanziellen Vorteil raus, selbst wenn ein anderer das Geld verdient hat. Lüge im Notfall, wenn es dir hilft, dir einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Punkt Nummer 2. Wir bleiben mal bei den Kindern. Geld verdirbt den Charakter. Jawohl. Schon mal gehört? Ja? Also wenn das stimmt, ja, wenn das stimmt, dann muss doch im Umkehrschluss auch gelten, Armut verbessert den Charakter. Und spätestens jetzt merkt ihr, was für ein Schwachsinn das ist. Also wenn du glaubst, dass Geld den Charakter verdirbt, dann musst du dich ja nicht wundern, wenn dein Unterbewusstsein, was ja immer auf deiner Seite ist, sagt, hey, Geld, geh weg, wir kommen. Wir wollen ja kein schlechter Mensch sein. Und wenn Geld haben bedeutet, du bist ein schlechter Mensch, dann werden wir uns davon fernhalten. Also frage dich und hör da bitte auf dein Herz. Wie denkst du über wohlhabende Menschen? Wie sprichst du über sie? Empfindest du Neid, Missgunst, eventuell sogar Schadenfreude, wenn ein wohlhabender Mensch sein Vermögen verliert? Offiziell sagen wir alle, wir sind nicht neidisch, aber hör mal auf, gerade wenn jemand vielleicht 10 Jahre jünger ist als du und doppelt so viel hat. Ja, also hör da auf dein Herz. Ich glaube sogar, dass selbstgeschaffener Reichtum die Persönlichkeit wachsen lässt. Jedenfalls behaupte ich das für mich. Und Punkt Nummer 3, die Qualität deiner inneren Dialoge. Wir wissen heute aus der Neurowissenschaft, dass der Mensch ca. 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag denkt. Der ungeschulte Geist formuliert die meisten dieser Gedanken leider negativ. Ich meine, das geht doch schon damit los, wenn du sagst, hoffentlich regnet es morgen nicht. Warum sagst du nicht, hoffentlich scheint morgen die Sonne? Also sag doch das, was du willst. Wir kennen alle die Situation. Du stehst vor einem Schaufenster, zum Beispiel bei Ferrari oder bei Louis Vuitton und du denkst, oh ja, das hätte ich gern, aber ich kann es mir nicht leisten. Und schon kommt dein Unterbewusstsein um die Ecke und sagt, okay, habe ich verstanden, zu der Gruppe Mensch, die sich das leisten können, werden wir nicht gehören. Sag doch einfach noch nicht, ich kann es mir noch nicht erlauben. Ich werde jedoch Mittel und Wege finden, es mir erlauben zu können. Und wenn du jetzt sagst, Ralf, das ist ja alles schön und gut, was du da erzählst, aber in meinem Job, da ist es ja gar nicht möglich, mehr Geld zu verdienen, dann ist das wieder ein Reichtumverhinderungsprogramm. Denn du glaubst ja, dass du nur in und durch deinen Job Geld in dein Leben ziehen kannst. Und ich führe heute viele Bewerbungsgespräche und da komme ich natürlich nicht umhin, unseren Bewerbern auch zu erzählen, was man bei uns so verdienen kann. Und sobald es in den 5-stelligen Bereich geht, können die sich das nicht mehr vorstellen.
Können die sich nicht vorstellen. Also Anwesende jetzt mal ausgeschlossen, ihr könnt euch sicher alles vorstellen. Aber stellt euch bitte vor, wir gingen raus, sprechen die Leute an und sagen, Entschuldigung, wir machen hier eine Studie. Können Sie sich vorstellen, nicht wünschen, vorstellen, 20.000 Euro im Monat zu verdienen? Was werden die meisten sagen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich möchte euch sagen, warum die das sagen. Die versuchen in dem Moment, das Hirn ist ja schnell, versuchen die den Weg zu sehen, wie das gehen könnte. Den Weg sehen sie natürlich nicht, weil würden sie ihn sehen, würden sie ihn doch gehen. Ja? Und schon sagt das Unterbewusstsein, okay, Boss hat gesprochen, wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir ja auch gar keine Anstrengungen unternehmen, die dazu führen könnten, dass wir 20.000 Euro im Monat verdienen. Und dann wird das schon im Keim verhindert. Ich meine, glaubt ihr allen Ernstes, wenn mir vor 30 Jahren jemand erzählt hätte, dass ich 30 Jahre später 4 Finanzdienstleistungsunternehmen, der nicht mit Geld umgehen konnte, nach Dubai ziehe und dort auch noch eine Firma gründe, die sich übrigens genau damit mit Coaching befasst. Glaubt ihr, ich hätte das für möglich gehalten? Ich hätte ihn für verrückt erklärt. Aber ich bin losgegangen und dann hat sich der Weg ergeben. Wie viele von euch haben einen Führerschein und ein Auto? Funktioniert das Auto mit Licht und so weiter, ja? Wenn ich euch jetzt bitten würde, heute Abend im Dunkeln von Köln nach Berlin zu fahren, würde das technisch funktionieren? Würde funktionieren, ne? Weil du hast ja die Referenz, ist ja logisch, ich fahre und die Scheinwerfer meines Autos zeigen mir immer die nächsten 200, 300 Meter und wenn ich die gefahren bin, sehe ich die nächsten. Und so kommst du natürlich nach Berlin. Gibt es einen unter uns, der von hier bis nach Berlin gucken kann? Irgend so ein Spaßvogel gibt es meistens. Nein, hier nicht? Okay. Aber du hast die Referenz und vielleicht fehlt ja die Referenz, wie sich das anfühlt, 20.000 Euro im Monat zu verdienen. Und dafür musst du eben deine Vorstellungskraft bemühen. Es muss erst im Kopf funktionieren, damit es in die physische Welt kommt. Und wenn ich heute auf der Terrasse sitze in Dubai, dann höre ich die Stimmen teils wunderschöner Vögel, kräftige Stimmen. Und die singen super schön. In Dubai gibt es natürlich andere Vögel als in Deutschland, das ist ja klar. Und die singen super schön. Und ich stelle mir vor, wie hörte sich der Gesang dieser Vögel wohl an, sperrten wir sie in einen Käfig. Und so ähnlich ist es auch mit unseren Gedanken. Wenn du deine Gedanken nicht wachsen lässt, wenn du ihnen einen mentalen Käfig baust, dann wird sich die Höhe deines Vermögens immer an den Gitterstäben dieses Käfigs orientieren und du hast keine Chance, zu mehr Geld zu kommen. Und mir ist es heute in meiner Keynote wichtig, eine Brücke zu bauen, eine Brücke hin zu einem positiven Mindset zum Thema Geld. Geld ist nicht schlecht. Ja, ich habe gern viel Geld. Also eine Brücke zu bauen. Und wenn du dich auf den Weg machst, dann wirst du über Hügel müssen, die du vorher nicht, wo du nicht sehen kannst, was ist auf der anderen Seite, und du wirst Täler durchschreiten müssen. Aber mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Einstellung, wirst du über jedes Tal die passende Brücke finden. Und mit einer Brücke möchte ich diese Keynote auch beenden. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, auf jedem Euroschein ist auf der einen Seite ein Fenster und auf der anderen Seite eine Brücke, auf jedem Euroschein. Und damit ihr mich nicht vergesst, wenn ihr das nächste Mal einen Schein aus der Hand gebt, dann achtet doch mal darauf, dass ihr das Geld nicht zum Fenster herauswirft, sondern dass ihr dem Geld eine Brücke baut, auf der es eine Chance hat, zu euch zurückzukommen. Und was mit einem positiven Mindset und der richtigen Investition möglich ist, das hat uns heute Michel in knapp 19 Minuten gezeigt, der nämlich in 19 Minuten sein Geld jetzt verzehnfachen konnte. Ja, wer hätte das gedacht? Bitteschön. Vielen lieben Dank, dass ihr mir jetzt knapp 19,5 Minuten eurer Lebenszeit geschenkt habt. Also achtet auf euer Geld. Vielen Dank. Applaus